wahrscheinlich der beste Fußballer, den nicht nur die Austria, sondern dieses Land je hervorgebracht hat. Er hat eine Epoche der Austria geprägt, er hat den Mitropa-Cup-Sieg zweimal mit der Austria erreicht. Aber natürlich auch die Umstände seines Todes, die ja bis heute noch immer nicht ganz geklärt sind, zeigen auch diese geschichtliche Bedeutung, die Matthias Schindler nicht nur für die Austria, sondern glaube ich auch in der Zeitgeschichte hatte. Und deswegen glaube ich, ist es auch eine große Ehre, aber auch eine Verpflichtung unseres Clubs, an diesen traurigen Tag zu gedenken. Er spielte Fußball wie kein Zweiter. Er stark, voll Witz und Fantasie. Er spielte lässig, leicht und heiter. Er spielte stets, er kämpfte nie. Er war ein Kind aus Favoriten und hieß Matthias Schindler.